Das FFH-Hypnose-Experiment. Abnehmen beim Radiohören. Tief durch die Nase einatmen. Durch den Mund ausatmen. Beim Ausatmen entspannst du dich. Sehr gut, ein zweites Mal. Tief durch die Nase einatmen. Durch den Mund ausatmen und entspannen. Und ein drittes Mal. Tief einatmen. Ausatmen und entspannen. Und die Augen sind geschlossen und du hörst jetzt meine Stimme. Und höre meiner Stimme genauso zu, wie du guter Musik zuhörst. Stell dir all das vor, was ich dir jetzt gleich sage. Erlebe, fühle das, was ich dir gleich sage. Noch einmal tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen und entspannen. Sehr gut. Und jetzt entspanne deinen Kopf. Entspanne deinen Hals. Entspanne deinen Oberkörper. Entspanne deine Arme. Sehr gut, entspanne deine Beine. Entspanne deine Füße bis hinein in deine Zehenspitzen. Entspanne deinen ganzen Körper. Sehr gut. Geh jetzt in deinen Kopf und denke in deinem Kopf das Wort Entspannung. Geh in den Hals und denke in deinem Hals das Wort Entspannung. Geh in deinen Oberkörper. Entspannung. In deine Arme. Entspannung. In die Beine. Entspannung. Die Füße. Entspannung. Dein ganzer Körper bis hinein in die Zehenspitzen. Entspannung. Mit jedem Wort, das ich sage, mit jedem Geräusch, das du hörst, mit jedem Klang der Musik, sinkst du jetzt tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. Und ich zähle jetzt gleich von 5 bis 0 rückwärts. Mit jeder Zahl, die ich sage, sinkst du noch viel tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf, in diese tiefe, tiefe Hypnose. 5. Du spürst jetzt deine Atmung. Du atmest ein und aus. Mit jedem Ausatmen sinkst du noch viel tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. 4. Immer tiefer und tiefer. Und du hältst jetzt keinen Gedanken mehr fest. Du lässt die Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen. Lässt die Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen. Mit jedem Gedanken, der kommt und geht, sinkst du noch viel tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. Tiefer und tiefer. Sehr gut. 3. Noch viel tiefer. Tiefer und tiefer. Und weil du ein unglaublich kreatives Unterbewusstsein hast, wird von diesem Moment an alles, was ich zu dir sage, sofort zu deiner Realität. Dein Unterbewusstsein öffnet sich jetzt ganz weit. Und weil du ein super kreatives Unterbewusstsein hast, voller Intelligenz, voller Vorstellungskraft, voller Fantasie, wird alles, was du von diesem Moment an selbst zu dir sagst, zu deiner Realität. Du siehst, was du dir selbst sagst zu sehen. Du hörst, was du dir sagst zu hören. Du fühlst, was du dir sagst zu fühlen. Von diesem Moment an wird alles, was du selbst zu dir sagst, sofort zu deiner Realität. Weil du ein super machtvolles Unterbewusstsein hast,
voller Kreativität, voller Fantasie, voller Vorstellungskraft. 2. Und du entspannst dich jetzt noch viel mehr, sinkst noch viel tiefer, tiefer und tiefer. 1. Tiefer und tiefer, sehr gut, tiefer und tiefer. 0. Tiefer und tiefer. Und du bist jetzt in diesem wunderschönen Zustand der tiefen Entspannung, in dieser tiefen Hypnose. Und stell dir jetzt genau das vor, was ich dir jetzt gleich sage. Stell dir vor, dass vor dir in der Luft ein kristallklares Gefäß schwebt. Schau es dir genau an. Erkenne, wie klar und durchsichtig es ist und dass du alles sehen kannst, was du jetzt gleich in dieses Gefäß hineingeben wirst. Du siehst in diesem Gefäß ein kleines, helles, violettes und wunderschönes Licht, das langsam und ruhig darin schwebt. Konzentriere dich auf dieses wunderschöne Licht. Spüre seine angenehme Wärme, die deinen Blick wunderbar erfüllt. Und ich möchte, dass du jetzt deinen eigenen Namen in dieses Gefäß hineingibst. Und alles, was er dir bedeutet, alles, was du mit diesem Namen verbindest, jedes Gefühl. Du siehst, wie dein Name sich mit dem violetten Licht vereint, mit diesem Licht schwebt im Gefäß. Schau genau zu, genieße. Gib jetzt in das Gefäß deine Kleider. Deinen ganzen Kleiderschrank, dein komplettes Outfit. Sehr gut. Gib in das Gefäß deine Frisur, dein Make-up, dein Aussehen, was es über dich aussagen soll und alles, was es für dich und andere bedeutet. Und du siehst, wie sich alles im Gefäß mit dem hellen violetten Licht verbindet, zur Einheit wird. Und langsam und leicht umherschwebt. Gib jetzt deine Möbel, deine Wohnung, dein ganzes Haus in das Gefäß hinein. Alles schwebt im violetten, wunderschönen Licht. Pack deinen ganzen Besitz in das Gefäß. Gib dein Telefon hinein. All deine Verpflichtungen. Gib deinen Beruf in das Gefäß. Und alle Ideen von dir selbst und alle Erwartungen. Gib deinen Geist in das Gefäß und die Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, was richtig oder falsch ist, was du tun oder sagen sollst. Gib deine komplette Persönlichkeit in das Gefäß, all deine Träume, deine Albträume und Ängste, deine Glaubensvorstellungen. Den Glauben an das Geld, was es bedeutet, Mann oder Frau zu sein. Deinen Glauben an Gott und die Religion, an die Politik. Gib alles in das Gefäß. Dort vermischt sich alles mit dem wunderschönen violetten Licht. Gib jeden Zweifel in das Gefäß. Alle Beurteilungen. Das Gefühl, immer perfekt sein zu müssen. Keine Fehler machen zu dürfen. Deine Ansichten, deine Ziele und Wünsche. Alle Beziehungen. Dein Charakter, deine Sehnsüchte. Das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. All deine Sorgen. Pack alles in das Gefäß hinein. Und gib alles, was du loswerden möchtest, jetzt in das Gefäß hinein. Jedes Objekt, jede Handlung, jedes Gefühl, das du damit verbindest, gib alles in dieses Gefäß hinein. Sehr gut. Alle diese Dinge schweben jetzt in diesem Gefäß, vereint mit dem violetten, wunderschönen Licht. Schau dich noch einmal in deinem Leben um und gib alles, was du vergessen haben solltest, in das Gefäß hinein.
alles, was dich ausmacht, deinen nackten Körper, all deine Gedanken. Alles vereint, im kristallklaren Gefäß und schwebend im violetten, wunderschönen Licht. Und jetzt erkennst du, dass dein Ich sich nicht in diesem Gefäß befindet. Du bist derjenige, der das Gefäß von außen betrachtet. Du hast alles erschaffen, was sich im Gefäß befindet, um dein Selbst zu definieren. Dein Ich aber, du, bist nicht in diesem Gefäß. Du bist derjenige, der das Gefäß von außen betrachtet, der von außen in das Gefäß hineinschaut. Verschließe jetzt das Gefäß mit einem großen Korken und lege es ab. Lege es an einen bestimmten Ort deiner Wahl. Ein Ort, an dem du immer wieder zurückkehren kannst, wenn du deine Augen schließt. Denn es ist dir freigestellt, was du wieder aus diesem Gefäß herausnimmst oder was du wieder in das Gefäß hineingibst. Vielleicht entsorgst du auch dieses Gefäß einfach, wirfst alles weg und nutzt die Gelegenheit, wieder von ganz vorne anzufangen. Es ist deine freie Wahl. Es ist immer deine Wahl. Du hast die absolute Kontrolle. Denn das in diesem Gefäß bist nicht du. Du bist derjenige, der entscheidet. Du bist derjenige, der das Gefäß von außen betrachtet, der von außen in das Gefäß hineinschaut. Ganz klar und frei. Während du tiefer und tiefer sinkst. Und ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Man sagt, jeder, der diese Geschichte hört, verändert sich. In jedem Menschen leben zwei Wölfe. Und die kämpfen miteinander einen furchtbaren Kampf. Der eine Wolf ernährt sich von der Gier, Eifersucht, dem Neid, Hass, Folle und Trauer. Und er steht für all das, was einen Menschen krank macht. Der andere Wolf ernährt sich von der Liebe, dem Glück, dem Wohlgefühl, dem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, der Kraft. Und dieser Wolf steht für all das, was einen Menschen glücklich macht. Diese beiden Wölfe kämpfen in jedem von uns einen furchtbaren Kampf. Vielleicht fragst du dich, welcher dieser beiden Wölfe den Kampf gewinnt. Es gewinnt immer der Wolf den Kampf, den du fütterst. Und diese Erkenntnis breitet sich jetzt in dir aus, entfaltet ihre Kraft in jeder einzelnen Zelle deines Körpers als neues Bewusstsein. Und von diesem Moment an wirst du jedes Mal, wenn du den Impuls spürst, nur deinen emotionalen Hunger zu stillen, an die beiden Wölfe denken. Und mit der Frage reagieren, welche Situation, welches Gefühl löst gerade diesen Wunsch, etwas zu essen, in mir aus? Und du wirst mit einer passenden Aktion darauf antworten. Denn nicht, was du dann denkst, ist wichtig, sondern das, was du dann tust. Wenn es die Langeweile ist, die dich zum ungesunden Essverhalten anstiftet, dann gehst du vielleicht nicht zum Kühlschrank, sondern gehst eine Runde spazieren. Wenn es das Gefühl nach Nähe ist, wird in dir das Gefühl aufkommen, dass du großartig bist. Die Liebe zu dir selbst öffnet sich wie eine wunderschöne Blume in dir. Und du erkennst, dass dein Körper ein Schatz ist, auf den du stolz sein kannst, um den du dich liebevoll kümmern kannst, der nur die beste Zuwendung verdient hat, nur die besten Gedanken, deine liebende Zuwendung, deine liebenden Gedanken. Und von diesem Moment an isst du nur noch, wenn du wirklich körperlichen Hunger verspürst. Du genießt ab sofort jeden Bissen, isst langsam, genussvoll.
legst vielleicht zwischen den Bissen jedes Mal die Gabel zur Seite, um voll und ganz dein Essen zu schmecken und zu genießen. Erlaube dir selbst, das Gefühl der wohligen Sättigung zu spüren. Immer zum genau richtigen Zeitpunkt. Immer genau dann, wenn du satt bist. Du erkennst den Moment der Sättigung daran, dass das Essen plötzlich nicht mehr so gut schmeckt wie kurz zuvor. Fühlst immer zum genau richtigen Moment die Sättigung in deinem Magen. Und von diesem Moment an hast du ein genaues Gefühl dafür, was dein Körper wirklich braucht. Und du gönnst deinem Körper und dir nur noch das Beste. Stell dir vor, du siehst jetzt vor dir eine große Wolke über dir am blauen Himmel. Gib nun alles, was du als negativ ansiehst, in diese Wolke hinein. Schau zu, wie sich die Wolke mit all dem, was du loswerden willst, auffüllt und immer dunkler und dunkler wird. Gib alles in die Wolke hinein. Das Essen aus rein emotionalen Gründen gib es in die Wolke hinein. Der Impuls, zum Essen zu greifen, obwohl du dich nach emotionaler Befriedigung sehnst. Gib all das hinein, was du jetzt loswerden willst, in diese Wolke. Gib den ungesunden Heißhunger hinein, die Gier, das ungesunde Verlangen. Gib all das in die Wolke und schau zu, wie sich diese Wolke immer dunkler färbt, bis hin zum tiefen Schwarz. Und jetzt siehst du, wie ganz langsam Sonnenstrahlen sich ihren Weg bahnen. Von hinter der Wolke durch die dunkle Wolke hindurch. Sie brechen die Wolke stückweise auf, bilden Risse, treffen dich und du spürst, wie die Sonnenstrahlen dich wunderbar wärmen und wie durch die Sonnenstrahlen die Wolke aufgelöst wird und all das Negative sich voll und ganz in nichts auflöst. Die Sonne lässt die Wolke verschwinden. Und du genießt jetzt die Wärme, genieße die Wärme der positiven Sonnenstrahlen, die dich mit riesigem Selbstvertrauen erfüllen. Atme die Sonnenstrahlen ein und mit jedem Atemzug wirst du stärker und stärker, voller Selbstvertrauen, voller Selbstwert. Die Wolke löst sich auf und gleichzeitig löst sich jetzt all das Negative, was dich belastet hat, auf. Verschwindet voll und ganz und du wirst mit positiver Energie der Sonne aufgefüllt, voller Selbstvertrauen, voller Stärke, Kraft und Selbstbewusstsein. Und wiederhole jetzt in deinen Gedanken das, was ich jetzt zu dir sage. Mit jedem Atemzug kreiere ich einen glücklichen und gesunden Körper. Sag es zu dir selbst, mit jedem Atemzug kreiere ich einen glücklichen und gesunden Körper. Mit jedem Atemzug werde ich glücklicher und freier. Ich fühle mich voller Energie, absolut motiviert und inspiriert, weil mein Körper diese Energie verarbeitet. Ich versuche nicht mehr, meine Emotionen durch Essen zu befriedigen. Aus meinem Herzen heraus vergebe ich mir all das, was mich in der Vergangenheit verletzt hat. Ich akzeptiere mich voll und ganz, so wie ich bin. Ich fühle mich absolut sicher mit mir selbst. Ich akzeptiere voll und ganz meinen Körper. Jeden Tag und jede Sekunde treffe ich weise und gesunde Entscheidungen. Mit jedem Atemzug werde ich glücklicher und freier.
Ich liebe mich und gönne meinem Körper nur das Beste. Ich vertraue voll und ganz auf die Weisheit meines Körpers. Ich verstehe, dass mein Körper mir dabei hilft, meine Ideen zu verwirklichen. Ich schätze mich wert wie der größte Schatz in meinem Leben. Ich weiß, dass mein geliebter Körper das Zuhause für meine wunderbare Seele ist. Ich weiß, dass mein geliebter Körper das Zuhause für meine wunderbare Seele ist. Atmen heißt entspannen. Lass mich dir eine weitere Geschichte erzählen. Bei einigen Naturvölkern benutzen die Jäger eine spezielle Falle, um Affen zu fangen. Die Jäger höhlen die Schale einer ziemlich großen Kokosnuss aus und legen ein Stück Würfelzucker in die Nussschale. Die Hand eines Affen ist klein genug, um durch die Öffnung in die Schale zu greifen, aber zu groß, um mit der geschlossenen Faust, die das Zuckerstück in der Hand hält, wieder herauszukommen. Der gierige Affe greift hinein, packt das Zuckerstück, versucht die geschlossene Faust herauszuziehen und merkt, dass er gefangen ist. Er schreit und tobt und versucht verzweifelt, sich aus der Falle zu befreien. Er zieht und zieht. Natürlich könnte er ziemlich leicht entkommen. Das weißt du. Er müsste nur die Hand öffnen und das Zuckerstück fallen lassen. Aber in den meisten Fällen will der Affe das Zuckerstück nicht loslassen. Und so wird er schnell von den Jägern gefangen. Du öffnest jetzt deine Hand und lässt los. Lässt einfach los. Und du befreist dich selbst. Von diesem Moment an hörst du in jedem Moment der Gier, des Heißhungers, des Verlangens meine Stimme, die dir sagt, du bist frei. Du bist einer Wirklichkeit nicht ausgeliefert, sondern du hast die Kontrolle übernommen. Du kannst die Wirklichkeit selbst gestalten. Jedes Mal hörst du meine Stimme, die dir sagt, du bist frei. Lass einfach los. Und du spürst jetzt in dir das Gefühl der Veränderung, ein leichtes Gefühl. Etwas ist anders, etwas ist neu. Und es fühlt sich wunderbar an. Dieses Gefühl wird größer und größer, größer und größer. Von Tag zu Tag wird dein Selbstbewusstsein stärker, dein Selbstvertrauen steigt und du weißt, du kannst dein Wunschgewicht erreichen. Ganz klar, ganz frei. Und ich zähle jetzt langsam bis 5. Bei 5 angelangt, öffnest du deine Augen, bist wieder zurück im Hier und Jetzt, fühlst dich absolut ausgeruht, vollkommen frei und voller Energie. 1. Du atmest tief ein. Tief einatmen, den ganzen Körper mit Sauerstoff erfüllen. Sehr gut. 2. Puls und Blutdruck normalisieren sich. Du wirst leichter und leichter, kommst höher und höher. 3. Noch einmal tief einatmen. Den ganzen Körper wie klares, kaltes Bergwasser erfrischen, erfüllen. 4. Leichter und leichter, noch einmal tief einatmen, ganzen Körper erfüllen mit klarer Energie wie kaltes, klares Bergwasser. 5. Augen auf. Willkommen im Jetzt. Abnehmen beim Radio hören und ganz Hessen macht mit. Das FFH-Hypnose-Experiment. Nur bei Hitradio FFH. Das FFH-Hypnose-Experiment. Abnehmen beim Radio hören. Tief durch die Nase einatmen. Durch den Mund ausatmen. Beim Ausatmen entspannst du dich. Sehr gut, ein zweites Mal. Tief durch die Nase einatmen. Durch den Mund ausatmen und entspannen.
Und ein drittes Mal tief einatmen, ausatmen und entspannen. Und die Augen sind geschlossen und du hörst jetzt meine Stimme und höre meiner Stimme genauso zu, wie du guter Musik zuhörst. Stell dir all das vor, was ich dir jetzt gleich sage. Erlebe, fühle das, was ich dir gleich sage. Noch einmal tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen und entspannen. Sehr gut. Und jetzt entspanne deinen Kopf. Entspanne deinen Hals. Entspanne deinen Oberkörper. Entspanne deine Arme. Sehr gut, entspanne deine Beine. Entspanne deine Füße bis hinein in deine Zehenspitzen. Entspanne deinen ganzen Körper. Sehr gut. Geh jetzt in deinen Kopf und denke in deinem Kopf das Wort Entspannung. Geh in den Hals und denke in deinem Hals das Wort Entspannung. Geh in deinen Oberkörper. Entspannung. In deine Arme. Entspannung. In die Beine. Entspannung. Die Füße. Entspannung. Dein ganzer Körper bis hinein in die Zehenspitzen. Entspannung. Mit jedem Wort, das ich sage, mit jedem Geräusch, das du hörst, mit jedem Klang der Musik, sinkst du jetzt tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. Und ich zähle jetzt gleich von 5 bis 0 rückwärts. Mit jeder Zahl, die ich sage, sinkst du noch viel tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf, in diese tiefe, tiefe Hypnose. 5. Du spürst jetzt deine Atmung. Du atmest ein und aus. Mit jedem Ausatmen sinkst du noch viel tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. 4. Immer tiefer und tiefer. Und du hältst jetzt keinen Gedanken mehr fest. Du lässt die Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen. Lässt die Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen. Mit jedem Gedanken, der kommt und geht, sinkst du noch viel tiefer in diesen wunderschönen Zustand der absoluten Entspannung. Immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen, angenehmen Schlaf. Tiefer und tiefer. Sehr gut. 3. Noch viel tiefer. Tiefer und tiefer. Und weil du ein unglaublich kreatives Unterbewusstsein hast, wird von diesem Moment an alles, was ich zu dir sage, sofort zu deiner Realität. Dein Unterbewusstsein öffnet sich jetzt ganz weit. Und weil du ein super kreatives Unterbewusstsein hast, voller Intelligenz, voller Vorstellungskraft, voller Fantasie, wird alles, was du von diesem Moment an selbst zu dir sagst, zu deiner Realität. Du siehst, was du dir selbst sagst zu sehen. Du hörst, was du dir sagst zu hören. Du fühlst, was du dir sagst zu fühlen. Von diesem Moment an wird alles, was du selbst zu dir sagst, sofort zu deiner Realität. Weil du ein super machtvolles Unterbewusstsein hast, voller Kreativität, voller Fantasie, voller Vorstellungskraft. 2. Und du entspannst dich jetzt noch viel mehr. Sinkst noch viel tiefer, tiefer und tiefer. 1. Tiefer und tiefer. Sehr gut. Tiefer und tiefer. 0.
tiefer und tiefer. Und du bist jetzt in diesem wunderschönen Zustand der tiefen Entspannung, in dieser tiefen Hypnose. Und stell dir jetzt genau das vor, was ich dir jetzt gleich sage. Stell dir vor, dass vor dir in der Luft ein kristallklares Gefäß schwebt. Schau es dir genau an. Erkenne, wie klar und durchsichtig es ist und dass du alles sehen kannst, was du jetzt gleich in dieses Gefäß hineingeben wirst. Du siehst in diesem Gefäß ein kleines, helles, violettes und wunderschönes Licht, das langsam und ruhig darin schwebt. Konzentriere dich auf dieses wunderschöne Licht. Spüre seine angenehme Wärme, die deinen Blick wunderbar erfüllt. Und ich möchte, dass du jetzt deinen eigenen Namen in dieses Gefäß hineingibst und alles, was er dir bedeutet, alles, was du mit diesem Namen verbindest, jedes Gefühl. Du siehst, wie dein Name sich mit dem violetten Licht vereint. Mit diesem Licht schwebt im Gefäß. Schau genau zu, genieße. Gib jetzt in das Gefäß deine Kleider, deinen ganzen Kleiderschrank, dein komplettes Outfit. Sehr gut. Gib in das Gefäß deine Frisur, dein Make-up, dein Aussehen, was es über dich aussagen soll und alles, was es für dich und andere bedeutet. Und du siehst, wie sich alles im Gefäß mit dem hellen violetten Licht verbindet, zur Einheit wird und langsam und leicht umherschwebt. Gib jetzt deine Möbel, deine Wohnung, dein ganzes Haus in das Gefäß hinein. Alles schwebt im violetten, wunderschönen Licht. Pack deinen ganzen Besitz in das Gefäß. Gib dein Telefon hinein. All deine Verpflichtungen. Gib deinen Beruf in das Gefäß und alle Ideen von dir selbst und alle Erwartungen. Gib deinen Geist in das Gefäß und die Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, was richtig oder falsch ist. Was du tun oder sagen sollst. Gib deine komplette Persönlichkeit in das Gefäß. All deine Träume, deine Albträume und Ängste, deine Glaubensvorstellungen, den Glauben an das Geld, was es bedeutet, Mann oder Frau zu sein, deinen Glauben an Gott und die Religion, an die Politik. Gib alles in das Gefäß. Dort vermischt sich alles mit dem wunderschönen violetten Licht. Gib jeden Zweifel in das Gefäß, alle Beurteilungen, das Gefühl, immer perfekt sein zu müssen, keine Fehler machen zu dürfen, deine Ansichten, deine Ziele und Wünsche, alle Beziehungen, dein Charakter, deine Sehnsüchte, das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. All deine Sorgen, pack alles in das Gefäß hinein. Und gib alles, was du loswerden möchtest, jetzt in das Gefäß hinein. Jedes Objekt, jede Handlung, jedes Gefühl, das du damit verbindest. Gib alles in dieses Gefäß hinein. Sehr gut. Alle diese Dinge schweben jetzt in diesem Gefäß, vereint mit dem violetten, wunderschönen Licht. Schau dich noch einmal in deinem Leben um und gib alles, was du vergessen haben solltest, in das Gefäß hinein. Alles, was dich ausmacht, deinen nackten Körper, all deine Gedanken, alles vereint im kristallklaren Gefäß und schwebend, im violetten, wunderschönen Licht. Und jetzt erkennst du, dass dein Ich
sich nicht in diesem Gefäß befindet. Du bist derjenige, der das Gefäß von außen betrachtet. Du hast alles erschaffen, was sich im Gefäß befindet. Um dein Selbst zu definieren. Dein Ich aber, du, bist nicht in diesem Gefäß. Du bist derjenige, der das Gefäß von außen betrachtet. Der von außen in das Gefäß hineinschaut. Verschließe jetzt das Gefäß mit einem großen Korken und lege es ab. Lege es an einen bestimmten Ort deiner Wahl. Ein Ort, an dem du immer wieder zurückkehren kannst, wenn du deine Augen schließt. Denn es ist dir freigestellt, was du wieder aus diesem Gefäß herausnimmst oder was du wieder in das Gefäß hineingibst. Vielleicht entsorgst du auch dieses Gefäß einfach, wirfst alles weg und nutzt die Gelegenheit, wieder von ganz vorne anzufangen. Es ist deine freie Wahl. Es ist immer deine Wahl. Du hast die absolute Kontrolle. Denn das in diesem Gefäß bist nicht du. Du bist derjenige, der entscheidet. Du bist derjenige, der das Gefäß von außen betrachtet, der von außen in das Gefäß hineinschaut. Ganz klar und frei. Während du tiefer und tiefer sinkst. Und ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Man sagt, jeder, der diese Geschichte hört, verändert sich. In jedem Menschen leben zwei Wölfe. Und die kämpfen miteinander einen furchtbaren Kampf. Der eine Wolf ernährt sich von der Gier, Eifersucht, dem Neid, Hass, Folle und Trauer. Und er steht für all das, was einen Menschen krank macht. Der andere Wolf ernährt sich von der Liebe, dem Glück, dem Wohlgefühl, dem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, der Kraft. Und dieser Wolf steht für all das, was einen Menschen glücklich macht. Diese beiden Wölfe kämpfen in jedem von uns einen furchtbaren Kampf. Vielleicht fragst du dich, welcher dieser beiden Wölfe den Kampf gewinnt. Es gewinnt immer der Wolf den Kampf, den du fütterst. Und diese Erkenntnis breitet sich jetzt in dir aus, entfaltet ihre Kraft in jeder einzelnen Zelle deines Körpers als neues Bewusstsein. Und von diesem Moment an wirst du jedes Mal, wenn du den Impuls spürst, nur deinen emotionalen Hunger zu stillen, an die beiden Wölfe denken. Und mit der Frage reagieren, welche Situation, welches Gefühl löst gerade diesen Wunsch, etwas zu essen, in mir aus? Und du wirst mit einer passenden Aktion darauf antworten. Denn nicht, was du dann denkst, ist wichtig, sondern das, was du dann tust. Wenn es die Langeweile ist, die dich zum ungesunden Essverhalten anstiftet, dann gehst du vielleicht nicht zum Kühlschrank, sondern gehst eine Runde spazieren. Wenn es das Gefühl nach Nähe ist, wird in dir das Gefühl aufkommen, dass du großartig bist. Die Liebe zu dir selbst öffnet sich wie eine wunderschöne Blume in dir. Und du erkennst, dass dein Körper ein Schatz ist, auf den du stolz sein kannst, um den du dich liebevoll kümmern kannst. Der nur die beste Zuwendung verdient hat. Nur die besten Gedanken. Deine liebende Zuwendung. Deine liebenden Gedanken. Und von diesem Moment an isst du nur noch, wenn du wirklich körperlichen Hunger verspürst. Du genießt ab sofort jeden Bissen. Isst langsam, genussvoll. Legst vielleicht zwischen den Bissen jedes Mal die Gabel zur Seite, um voll und ganz dein Essen zu schmecken und zu genießen. Erlaube dir selbst, das Gefühl der wohligen Sättigung zu spüren. Immer zum genau richtigen Zeitpunkt. Immer genau dann, wenn du satt bist.
Du erkennst den Moment der Sättigung daran, dass das Essen plötzlich nicht mehr so gut schmeckt wie kurz zuvor. Fühlst immer zum genau richtigen Moment die Sättigung in deinem Magen. Und von diesem Moment an hast du ein genaues Gefühl dafür, was dein Körper wirklich braucht. Und du gönnst deinem Körper und dir nur noch das Beste. Stell dir vor, du siehst jetzt vor dir eine große Wolke über dir am blauen Himmel. Gib nun alles, was du als negativ ansiehst, in diese Wolke hinein. Schau zu, wie sich die Wolke mit all dem, was du loswerden willst, auffüllt und immer dunkler und dunkler wird. Gib alles in die Wolke hinein. Das Essen aus rein emotionalen Gründen gib es in die Wolke hinein. Der Impuls, zum Essen zu greifen, obwohl du dich nach emotionaler Befriedigung sehnst. Gib all das hinein, was du jetzt loswerden willst, in diese Wolke. Gib den ungesunden Heißhunger hinein, die Gier, das ungesunde Verlangen. Gib all das in die Wolke und schau zu, wie sich diese Wolke immer dunkler färbt, bis hin zum tiefen Schwarz. Und jetzt siehst du, wie ganz langsam Sonnenstrahlen sich ihren Weg bahnen, von hinter der Wolke durch die dunkle Wolke hindurch. Sie brechen die Wolke stückweise auf, bilden Risse, treffen dich und du spürst, wie die Sonnenstrahlen dich wunderbar wärmen und wie durch die Sonnenstrahlen die Wolke aufgelöst wird und all das Negative sich voll und ganz in nichts auflöst. Die Sonne lässt die Wolke verschwinden und du genießt jetzt die Wärme, genieße die Wärme der positiven Sonnenstrahlen, die dich mit riesigem Selbstvertrauen erfüllen. Atme die Sonnenstrahlen ein und mit jedem Atemzug wirst du stärker und stärker, voller Selbstvertrauen, voller Selbstwert. Die Wolke löst sich auf und gleichzeitig löst sich jetzt all das Negative, was dich belastet hat, auf, verschwindet voll und ganz und du wirst mit positiver Energie der Sonne aufgefüllt, voller Selbstvertrauen, voller Stärke, Kraft und Selbstbewusstsein. Und wiederhole jetzt in deinen Gedanken das, was ich jetzt zu dir sage. Mit jedem Atemzug kreiere ich einen glücklichen und gesunden Körper. Sag es zu dir selbst. Mit jedem Atemzug kreiere ich einen glücklichen und gesunden Körper. Mit jedem Atemzug werde ich glücklicher und freier. Ich fühle mich voller Energie, absolut motiviert und inspiriert, weil mein Körper diese Energie verarbeitet. Ich versuche nicht mehr, meine Emotionen durch Essen zu befriedigen. Aus meinem Herzen heraus vergebe ich mir all das, was mich in der Vergangenheit verletzt hat. Ich akzeptiere mich voll und ganz, so wie ich bin. Ich fühle mich absolut sicher mit mir selbst. Ich akzeptiere voll und ganz meinen Körper. Jeden Tag und jede Sekunde treffe ich weise und gesunde Entscheidungen. Mit jedem Atemzug werde ich glücklicher und freier. Ich liebe mich und gönne meinem Körper nur das Beste. Ich vertraue voll und ganz auf die Weisheit meines Körpers. Ich verstehe, dass mein Körper
mir dabei hilft, meine Ideen zu verwirklichen. Ich schätze mich wert wie der größte Schatz in meinem Leben. Ich weiß, dass mein geliebter Körper das Zuhause für meine wunderbare Seele ist. Ich weiß, dass mein geliebter Körper das Zuhause für meine wunderbare Seele ist. Atmen heißt entspannen. Lass mich dir eine weitere Geschichte erzählen. Bei einigen Naturvölkern benutzen die Jäger eine spezielle Falle, um Affen zu fangen. Die Jäger höhlen die Schale einer ziemlich großen Kokosnuss aus und legen ein Stück Würfelzucker in die Nussschale. Die Hand eines Affen ist klein genug, um durch die Öffnung in die Schale zu greifen, aber zu groß, um mit der geschlossenen Faust, die das Zuckerstück in der Hand hält, wieder herauszukommen. Der gierige Affe greift hinein, packt das Zuckerstück, versucht die geschlossene Faust herauszuziehen und merkt, dass er gefangen ist. Er schreit und tobt und versucht verzweifelt, sich aus der Falle zu befreien. Er zieht und zieht. Natürlich könnte er ziemlich leicht entkommen. Das weißt du. Er müsste nur die Hand öffnen und das Zuckerstück fallen lassen. Aber in den meisten Fällen will der Affe das Zuckerstück nicht loslassen. Und so wird er schnell von den Jägern gefangen. Du öffnest jetzt deine Hand und lässt los. Lässt einfach los. Und du befreist dich selbst. Von diesem Moment an hörst du in jedem Moment der Gier, des Heißhungers, des Verlangens meine Stimme, die dir sagt, du bist frei. Du bist deiner Wirklichkeit nicht ausgeliefert, sondern du hast die Kontrolle übernommen. Du kannst die Wirklichkeit selbst gestalten. Jedes Mal hörst du meine Stimme, die dir sagt, du bist frei. Lass einfach los. Und du spürst jetzt in dir das Gefühl der Veränderung, ein leichtes Gefühl. Etwas ist anders, etwas ist neu. Und es fühlt sich wunderbar an. Dieses Gefühl wird größer und größer, größer und größer. Von Tag zu Tag wird dein Selbstbewusstsein stärker, dein Selbstvertrauen steigt und du weißt, du kannst dein Wunschgewicht erreichen. Ganz klar, ganz frei. Und ich zähle jetzt langsam bis 5. Bei 5 angelangt, öffnest du deine Augen, bist wieder zurück im Hier und Jetzt, fühlt sich absolut ausgeruht, vollkommen frei und voller Energie. 1. Du atmest tief ein. Tief einatmen, den ganzen Körper mit Sauerstoff erfüllen. Sehr gut. 2. Puls und Blutdruck normalisieren sich. Du wirst leichter und leichter, kommst höher und höher. 3. Noch einmal tief einatmen. Den ganzen Körper wie klares, kaltes Bergwasser erfrischen, erfüllen. 4. Leichter und leichter, noch einmal tief einatmen, ganzen Körper erfüllen mit klarer Energie wie kaltes, klares Bergwasser. 5. Augen auf. Willkommen im Jetzt. Abnehmen beim Radio hören und ganz Hessen macht mit. Das FFH-Hypnose-Experiment. Nur bei Hitradio FFH.